Herzlich willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Tristan und heute schauen wir uns das Bicycle Mandoline Deck an. Das Mandoline Deck wird auch als 809 bezeichnet und im Vergleich zum klassischen Rider Deck, was das 808 ist, also dieses Standard 808, als eine Alternative zum normalen Standardkartenspiel angesehen. Ich habe hier mal eine klassische alte Box vom Rider Deck mitgebracht, um einfach mal so die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede darzustellen. Von vorne sehen wir, dass nichts Besonderes auffällt, außer dass hier einmal Mandoline Deck und hier einmal Rider Deck steht. Die Rückseite ist einmal durch das Backdesign gekennzeichnet, wo wir später nochmal drauf kommen. Sonst sind eigentlich alle Sachen komplett gleich. Das Deck wurde von Paul Harris, von Richard Turner, von Gary Thomas, die alle haben zusammengearbeitet und haben dieses Deck quasi so konzipiert. Es soll eine Verbesserung des normalen Standard-Kartenspiels sein und die Besonderheiten hierbei sind, dass es unter anderem den gleichen Stock hat wie die normalen Rider-Backs. Es hat die gleiche Qualität, es hat den gleichen Cut. Wurde allerdings wirklich darauf geachtet, dass wirklich nur die guten Karten aus der Druckerei mit in das Kartenspiel kommen, sodass quasi einfach die Auslese besser war, sodass man hier einfach ein besseres Kartenspiel in der Hand hält. Nebenbei wurde noch das Kartenspiel auf der Rückseite ein bisschen verändert, sonst ist alles gleich geblieben vom Design her. Und hier haben wir das Kartenspiel auch schon. Das Besondere an diesem Kartenspiel sind eigentlich zwei bestimmte Karten, nämlich diese beiden. Zu jedem Kartenspiel, zu jedem Mandoline Deck, was ziemlich günstig ist dafür, dass es ein Standardkartenspiel ist und diese besonderen Karten hat, erhaltet ihr einmal eine sogenannte Blank Card, also eine Karte mit normalem Rücken und mit einer blanken Vorderseite. Damit lässt sich sehr, sehr viel machen. Und zusätzlich eine sogenannte Doppelrückenkarte. Das heißt, auf beiden Seiten hier ist das Rückseitendesign der Karte. Damit könnt ihr auch unheimlich viel machen. Und das bekommt ihr bei jedem Kartenspiel dazu. Ein weiteres Feature des Kartenspiels sind die identischen Joker. Die Joker sind hierbei im Standardlook der USPCC. Wir haben hier keinen Garantie-Joker, was ich persönlich richtig cool finde. Besonders für gewisse Karteneffekte eignet sich das perfekt. Aber auch haben wir hier keinen lässigen, meiner Meinung nach hässlichen Garantie-Joker. Die restlichen Karten sind vom Design her ganz normal. Das fällt nicht auf, wenn man von vorne guckt, würde man keinen Unterschied vom Design her zwischen einem normalen Rider-Back und dem Mandoline-Back sehen. Zusätzlich haben wir hier die Rückseite, das ist eigentlich auch das gleiche Design wie beim Rider-Back, nur dass einfach hier ein paar mehr Linien eingezeichnet wurden. Es sieht insgesamt detaillierter aus und wir haben in der Mitte keinen Fahrradfahrer, sondern einen Engel mit einer Mandoline in der Hand, deswegen auch der Name Mandoline-Back. Des Weiteren haben wir hier noch ein paar Federn, Schmetterlinge, also es wirkt insgesamt einfach schöner. Und wenn man quasi das normale Rider-Back dann wieder in der Hand hält, dann merkt man den Unterschied wirklich extrem. Schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze aussieht, wenn das Kartenspiel schon ein bisschen eingearbeitet ist. Das Kartenspiel hier habe ich jetzt ungefähr seit, ich glaube, 2 oder 3 Monaten in Gebrauch und habe da schon die ein oder andere Performance mitgemacht und noch keine Karte unterschrieben lassen, deswegen sind noch alle Karten vollzählig. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem Kartenspiel, denn Standardkartenspiel wie das Rider-Back, die verschleißen bei mir zumindest relativ schnell. Man merkt zum Beispiel, dass die Karten irgendwann klumpen oder dass die Karten irgendwann anfangen so unschön zu klicken, dass man dann so dieses Klicken drin hat. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Die Karten fühlen sich sehr toll in der Hand an. Bei mir sind sie ein bisschen steifer als normale Kartenspiele. Das ist mir bisher als einziger Punkt aufgefallen. Würde mich allerdings nicht sonderbar stören. Das Handling der Karten ist wirklich top, also man kann wirklich mit dem Kartenspiel alles das was machen, was man so machen muss mit dem Kartenspiel. Riffle, Shuffle, Springs, Dribbles funktionieren alle perfekt damit und von daher ist wirklich ein Kartenspiel, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der zaubert, der mal eine Abwechslung zum normalen Standardkartenspiel braucht. Was noch besonders zu sagen ist, ist, dass für das Kartenspiel hier ebenfalls Geth-Karten vorhanden sind. Das heißt, für das Kartenspiel gibt es zum Beispiel ein Svengali-Deck, ein Striver-Deck, ein Invisible-Deck, ein Short- und One-Way-Deck,
alles hier. Und manche Zauberkünstler bieten auch Kartengimmicks in einer Mandolin-Back-Variante an. Und damit sind wir auch fast am Ende des Videos angekommen. Das war Zauberbox TV. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.